PXN-Stand auf der Gamescom gibt's allerlei zu sehen. Zum einen gibt es das neue PXN V12 Lite Direct Drive Lenkrad. PXN hat ja allerlei Hardware im Angebot, unter anderem ja auch, ja, ich sage jetzt mal, die billigen Wheels, die ich jetzt nicht wirklich empfehle, ganz ehrlich. Es gibt aber auch irgendwie Flightstick, es gibt auch das PXN V10, das ich letztes Mal im Test hier hatte. Es gibt auch austauschbare Lenker, die man eben draufschraubt. Das ist natürlich nice, vor allen Dingen Metall. Natürlich das neue V12 und was ich auch cool finde, natürlich, sie haben auch Arcade-Boards mit am Start und das ist natürlich auch sehr, sehr schick. Und es gibt auch noch verschiedene Controller vom Hersteller und das auch in quasi allen Farben. Wir haben hier am Messestand von PXN deren erstes Direct Drive Wheel, das PXN V12 Lite. Später kommt auch noch eine weitere Version raus, aber zumindest ist das V12 Lite hier schon mal anspielbar. Und was mir echt gefällt, ist natürlich die Laufruhe, typisch für den Direct Drive. Und natürlich auch die sehr direkten Effekte, die unmittelbar ankommen und einfach ein gutes Gefühl haben. Was richtig krass ist, ist das Quick-Release-System, weil es echt massives massive Metallverbindung. Und eine kompakte Wheelbase und dazu noch die Pedale gibt es alles dann eben im Set. Das Wheel hat 6 Newtonmeter Drehmoment und ist damit ja Einsteigerklasse. Ist natürlich auch eher für den niedrigeren Geldbeutel auch geeignet. Ich werde das auf jeden Fall noch genau testen, ist klar. Ist definitiv für den Einsteigerbereich geeignet. Und man kann mit 6 Newtonmeter schon mal viel anfangen. Natürlich ist da immer Luft nach oben, aber wer weiß, was da noch kommt. So, Gamescom geht zumindest jetzt für mich schon mal zu Ende. Viel gesehen, viel angetestet und natürlich schön am PXN-Stand auch deren Direct Drive Wheel getestet. Und das Schöne ist, hier findet man auch noch echte Profis und echte YouTuber-Kollegen hier. Ron von Ron Review, das ist auch wieder da. Ja, hallo Thomas. Ja, hey. Wie gibt's denn das? So ein Zufall, dass wir uns hier sehen. Was machst du auf der Gamescom? Ja, verrückt, oder? Ja, hey. Unglaublich. Das haben wir uns nicht abgesprochen. Nein. Nein. Ich habe dir ja kurz kontaktiert und es hat ja gepasst, dass du auch am Start bist. Und du wirst das Ganze natürlich auch noch angucken und ja, auch auf deinem Kanal zeigen. Du reist ab und ich bin heute angereist. Ich werde morgen dort sein, die Community treffen. Ja, ganz genau. So hat das perfekt gepasst ja, mit uns. Ja, wunderbar. Dann machen wir das so. Und dann spätestens auf der Gamescom, spätestens nächstes Jahr sieht man sich dann hoffentlich wieder. Nächstes Jahr oder Simracing Expo. Simracing Expo und bei dir im Simrace Center, da kommt auch noch was natürlich. Da kommt ein großes Video von dir. Ja, Besuch natürlich. In Salzburg bei mir. Genau. Und ihr seid live dabei. Ganz genau. So machen wir es. Also bis dann.